Ein Mensch, vom Alltagsstress geplagt, wird von seinem Arzt gefragt, wie es mit einem Hobby sei. Dies mache Kopf und Körper frei. Der Mensch denkt nach und kommt zum Schluss, dass erstmal Sport es bringen muss. So fängt er mit dem Laufen an und steht im Wettkampf seinen Mann. Doch Wolf zu laufen ist ihm fad, also schwingt er sich aufs Rad. Das reicht ihm nicht zum Körpertrimmen, so fängt er auch noch an zu schwimmen. Erst will er mal beim Wasser bleiben und lässt vom Wind sich surfend treiben. Dann kommt der Sport mit Partner dran, von früher er noch Tennis kann. Im Fitnesscenter findet er's fad, im Stehen laufen und dann aufs Rad. Apropos Rad, da wär noch was, denn dieses Ding macht richtig Spaß. Auch lernt er noch ganz auf die Schnelle das flinke Wechselspiel der Bälle. Es reicht auch nicht, dass er nur ginge, er hilft sich anders auf die Sprünge. Es ist kein Können, mehr das Wollen. Zuletzt versucht er sich auf Rollen. Nun sei der Sport mal abgehakt, die schönen Künste sind gefragt. Wie wär's denn mal mit Musizieren, mit Quetsche, Klampfe und Klavieren? Selbst Schauspielkunst wird ausprobiert und theatralisch rezitiert. Er hat sich zu viel vorgenommen und wär fast auf den Hund gekommen. Versucht es ruhiger anzugehen, ein bisschen mehr nur so zu sehen. Mit Zoom ist das auch gar nicht schwer, so wird er Video-Voyeur. Bald kennt er alle Bastelkniffe, baut Balsaholz und Plastikschiffe. Die Eisenbahn rumort im Keller, die Hobbys wechseln immer schneller. Das bringt ihm letztlich auch Verdruss und er kommt zu dem weisen Schluss, des Doktors Rat ich schnell vergesst, denn jetzt leid ich am Hobbystress. Ich werd mein Leben neu gestalten, in allem etwas Maß zu halten. Zu viel Hobbys sind kein Trost. In diesem Sinne, na denn, Prost!